Im Münchner Norden liegt unser. Herzlich willkommen zum VfR TV. Heute frei nach dem Motto: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst stand ein Testspiel gegen Eichstätt an. Ich darf begrüßen unseren Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Daniel, kommen wir, ich habe es gerade gesagt, frei nach dem Motto: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ihr habt heute das Testspiel gehabt, danach geht ihr noch wie üblich auf Straßenfest bei der AHA. Gehen wir aber kurz aufs Spiel ein. Wie zufrieden bist du mit dem 1-1? Heute bin ich sehr zufrieden. Also am Mittwoch hatten wir eine böse Niederlage gegen Unterföhring. Ich wollte es erst nicht ansprechen. Ich dachte, ich gebe dir erstmal die Chance heute. Natürlich, gehört auch dazu. Am Ende des Tages ist Vorbereitung und die Sachen haben natürlich nicht den Wert wie in der Saison. Trotzdem war ich 45 Minuten am Mittwoch nicht zufrieden. Und um auf heute zu kommen, hier war ich 80 Minuten wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben halt ein Tor kassiert, weil da irgendwie so ein bisschen Loch im Boden ist und der Ball irgendwie ein bisschen verhüpft ist. Ich glaube, die Sonne stand sehr tief, deswegen konnte Kai den Ball nicht sehen. Nee, aber ich weiß ja, also die Jungs haben halt gesagt, der muss rauskommen, aber lass mal jetzt mal dahingestellt, der wäre normalerweise in seine Arme gefallen, fällt dann in so ein Sandloch. eigentlich ist der Platz hier super, wo wir heute gespielt haben, aber genau da am Tor ist halt richtig scheiße und dann hüpft er ihm halt richtig scheiße da rein und dann gehst du halt in Rückstand. Aber man hat festgestellt, dass die Moral spitze ist, weil selbst in der 80. Minute haben sich gegenseitig nur angefeuert und wollten nur Vollgas geben. Ja, genau, und das war auch der Appell so langsam. Ich merke so jetzt auch so langsam, ich glaube, einige haben ein bisschen zu viel mit Auge gearbeitet, die ersten Spiele. So jetzt komme langsam ein bisschen in den Wettkampfmodus und ja, wir haben viele Chancen gehabt heute. Der Torwart hat die meisten vereitelt oder unsere Unfähigkeit noch. Das heißt, ein bisschen Zielwasser bis zum ersten Spieltag und ja, und die Moral muss so bleiben. Aber heute war wirklich von den Abständen, vom ganzen Pressing, vom Abwehrverbund, vom Reden her, war viel, viel besser als die letzten Wochen. Wenn wir uns die letzten Wochen anschauen und du ein Wort nur sagen dürftest, wie ist die Vorbereitung momentan, die Leistung deiner Mannschaft? Ein Wort. Nur ein Wort. Bisher durchwachsen. Durchwachsen, dann gehen wir jetzt doch ein bisschen drauf ein. Wieso durchwachsen? Nein, also man muss einfach sehen, dass Ergebnisse sind halt so ein bisschen das Salz in der Suppe. Wenn du gegen einen Bayernligisten verlierst und das dann auch am Schluss wahrscheinlich zu Recht und du in einem Derby gegen einen Liga-Konkurrenten 4-1 Klatsche kriegst, sag mal, wenn es so langsam Richtung Zielgerade kriegt, ist es nicht gut. Und da müssen wir, das darf eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass einige ältere Spieler ein bisschen mit Auge arbeiten in der Vorbereitung und sich auch wissen, dass sie sich zum Schluss steigern müssen. Mhm. Das will man als Trainer leider manchmal nicht so wahrhaben, sondern du willst halt immer gewinnen und da immer, aber das geht halt einfach nicht. Und ja, jetzt muss ich sagen, wir müssen 10 neue Leute integrieren. Dieses Thema ist nicht durchwachsen, sondern... Gehen wir mal kurz auf die 10 neuen ein, weil es sind ja auch viele Junge, die gerade ihre erste Saison in dem Herrenbereich spielen. Und als wir sie vorgestellt haben, haben ja alle gesagt, spielerisch haben sie jetzt nicht so die Probleme, die Zweikämpfe, die Robustheit ist eben für sie was Neues, wo sie sich erstmal reinfinden müssen. Wie stehen sie da? Ja, da müssen sie ganz schnell und ganz viel noch lernen. Das ist mir noch bei weitem nicht ligatauglich. Aber ich merke, dass sie da hinkommen langsam, dass sie sich da langsam steigern. Und dass die Älteren natürlich auch ihren Teil dazu beitragen müssen, indem dass sie fordern. Und dann muss ich mir natürlich, als junger Spieler kriege ich vielleicht manchmal in der Vorbereitung mehr Spielzeiten als in der Saison. Also sind das ganz wichtige Phasen für mich. Und da muss jetzt schnell ein Umdenken kommen, auch schnell ein Lerneffekt kommen. Und dann bin ich bei vielen dort sehr guter Dinge. Heute Abend gehen wir mal kurz drauf ein. Ihr seid eingeladen von der AHA. Wie wird es da ablaufen? Ruhig, gemütlich? Oder werdet ihr auch mal die 4 Wochen, die jetzt Pierre und du, die Spieler ein bisschen auch rangenommen habt, geben die heute Abend mal wieder Vollgas? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, eher wird es im Mannschaftlichen ruhig und gediegen, was die Jungs nach 12 machen, wenn ich wahrscheinlich im Bett liege und die vielleicht noch was machen. Weiß ich nicht. Also da gibt es jetzt keine direkte Regel. Ich weiß, dass sie alle clever genug sind,
was die Stunde geschlagen hat. Und ob sie da mal was machen, naja, warten wir mal ab, was am Montag im Training für Geschichten wiederkommen. Und ja, aber ich hoffe, wir haben einen netten Abend zusammen, sitzen halt gemütlich zusammen, essen was und ja, die AHA macht da immer hier auf dem Straßenfest die immer ein schönes Event draus für uns, um die Jungs auch kennenzulernen, und das ist halt auch wichtig. Definitiv. Normalerweise würde ich jetzt sagen, die Vorbereitung, die Testspiele sind ja quasi abgeschlossen, aber jetzt kam noch spontan ein Spiel rein. Willst du dazu kurz was sagen? Ja, ich habe einen guten Draht nach Nürnberg und habe mit Michi Kölner, meinem Trainer, die letzte Zeit viel geredet. Und dann hat er mir gesagt, dass sie ein Riesenproblem hätten, einen geeigneten Testspielgegner zu finden am Dienstag. Und mir war es vom Spielen ja für einige Spieler jetzt ein bisschen dünn. Mhm. Hinten raus, auch von diesen härteren Spielen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich einigen da noch ein bisschen Spielpraxis geben gegen den Top-Gegner. Gegen Bundesligisten. Ja, gegen Zweitligisten. Und aber trotzdem, das ist, hat für die Jungs im Zweikampf und im taktischen natürlich, im defensivtaktischen, einen ganz großen Stellenwert. Aber ich musste erstmal darauf achten, ob die Jungs auch alle Zeit haben und frei haben, weil das ist natürlich was Besonderes. Ja. Die Nürnberger holen uns mit ihrem Amateurbus bei uns ab, bringen uns in ihr Trainingslager. Dann spielen wir dort, dann essen wir was und dann bringen sie uns wieder zurück. Weil, wie gesagt, kein adäquater Gegner. Es sind halt nur Top-Mannschaften da unten, hinter Mailand und was weiß ich nicht alles. Und da haben sie schon zwei Spiele gegen. Und sie wollten halt nicht noch so einen schweren Gegner haben, sondern ich gehe mal davon aus, dass sie auch vielleicht mal gewinnen wollen oder ein paar Tore schießen wollen. Und mir kommt es ganz, wie gesagt, gelegen, weil ich kann bei so einem Spiel wie heute, kurz vor Punktspielstart, nicht alle mehr einsetzen. Ist vor allen Dingen auch eine andere Hausmarke. Man muss ja sagen, die wirklich unter Vollbedingungen, die haben es taktisch und Zweikämpfe, sind ja nochmal was anderes, eine andere Hausmarke, glaube ich, ein bisschen. Ja, bisschen, aber die lassen es natürlich, du kommst gegen die ganz oft nicht so in die Zweikämpfe, weil das Spiel so schnell ist. Aber wie gesagt, ich erhoffe mir einfach für die Jungen noch wirklich was zum Lernen in so Spielen. Und leider ist ja auch noch immer offen, wann wir das erste Spiel spielen. Deswegen, ja, es liegt schon ein anderes Spiel in der Pipeline, weil wir doch jetzt schwer davon ausgehen, dass wir am zweiten Spieltag erst einsteigen gegen Augsburg und nicht am ersten, weil das halt schon so angelegt und ausgemacht war. Und Augsburg sucht gerade noch eine Spielstätte dafür, weil ihr Rosenau-Stadion funktioniert nicht. Da haben sie leider nicht gewusst, was da drin Sache ist. Hat das gleiche Problem wie wir mit dem zweiten Spieltag, mit dem Bayern-Spiel, mit dem Verlegten, dass eine Leichtathletik-Veranstaltung drin ist. Und jetzt muss halt geguckt werden, wo gespielt wird. Damit ist noch ein Spiel halt dann am Wochenende wieder für die, die auch zu Hause bleiben, weil es müssen 6 Mann, können gar nicht mitfahren am Dienstag. Und der Rest fährt mit und kann halt dann mal auf dem Niveau. So, ist ein schöner Ausflug und ein schöner Gegner. Ich glaube, das ist eine schöne Herausforderung. Viel Zeit im Bus sein. Nein, aber man fährt ja mit einem Auto knapp 3 Stunden, also mit dem Bus schätze ich mal mit Pausen 4 ungefähr. Es ist ja dann doch schon eine Hausmarke. Ja, aber wir haben halt Zeit zu reden. Gerade mit den Neuen muss ich auch mal ein bisschen Zeit verbringen, um den einen oder anderen auch mal rechts und links des Weges was zu fragen. Um ein bisschen Stimmung aufzufangen und so ein bisschen abzufragen, wie es ihnen geht, wo es noch dran hapert. Und da taugt mir die Busfahrt schon ganz gut. Wunderbar. Gehen wir noch auf eine Sache ein. Wir haben ja schon berichtet, es gibt einen neuen Co-Trainer. Eddie ist ja aus dem Urlaub zurück. Wie macht sich der Neue? Ja, also Emanuel hat bei uns im Frühjahr Praktikum gemacht für seine Trainerscheine. Und hat sich so gut integriert, war Feuer und Flamme dabei und hat mich jetzt im Sommer gefragt, ob er im Taktischen nochmal speziell eine Ausbildung macht jetzt und ob ich dort Hilfe brauche. Und da muss ich sagen, das ist eines der Punkte, die mir am meisten Zeit die Woche kosten, nämlich Sichtungen und Analyse zu machen, sowohl vom Gegner als auch von uns selber. Das kostet dich als Trainer, wenn du das alleine machst, kostet dich halt das unendlich viel Zeit, die ganzen Spiele anzugucken, zu schneiden,
dein eigenes nochmal anzugucken. Das erklärt manchmal die Augenringe, weil du nachts viel, viel am Arbeiten bist, oder? Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist sehr, sehr anstrengend. Und manchmal sein eigenes Spiel nochmal angucken, mag man manchmal als Trainer gar nicht so gerne. Und Emanuel hilft mir da sehr, war heute auch vor unserem Spiel noch Gegner sichten für die nächsten Wochen. Und das ist was Eddie, Pierre und ich nicht machen können. Zudem hat er einfach Lust, im Training dabei zu sein, was er gar nicht so viel muss, weil er eigentlich so ein bisschen mehr auf Reisen ist. Aber er nimmt sich zurzeit auch jeden Abend Zeit, da zu sein, um die Mannschaft und das Ganze drumherum auch noch viel, viel besser kennenzulernen, um dann auch das Ganze auch zu verstehen oder darauf abspielen zu können. Und da bin ich sehr, sehr froh um die Hilfe. Ich bin wahnsinnig froh um die ganze Hilfe, die gerade auf uns zukommt, vor allen Dingen von Leuten, die menschlich tipptopp in Ordnung sind, die den Jungs helfen, die Spaß machen, dass sie dabei sind. Und da freue ich mich drauf. Das ist halt Familie, oder? Ja, das vor allen Dingen ist es halt genau das, was uns die letzten Jahre auch stark gemacht hat. Und vor allen Dingen muss nicht jeder, egal ob Pierre oder Eddie, immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal länger arbeiten müssen. Das kann dann immer mal einer auffangen. Aber wir hatten es in der Vorbereitung schon, wir standen zu viert am Platz. Und ich war schon auch ganz alleine. Also es kann immer noch alles passieren, aber Hilfe ist immer gut. Ich mag da auch gerne teilen und da auch was gerne abgeben, weil dann kriegt man auch wieder neue Ideen, weil jeder bringt was Neues mit ins Portfolio von allen mit rein. Und da habe ich Spaß dran, mich mit netten, guten Leuten auseinanderzusetzen. Dann hoffen wir, dass du heute auch mit der Mannschaft einen netten, schönen Abend mit netten Leuten hast. Dann werde ich dich jetzt entlassen, dass du zum Team gehen kannst, dass ihr dann vorgehen könnt. Viel Spaß wünsche ich dir und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.